Kultur.de. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Folge 6. Storm und Beck. Ein Podcast der Reihe Mensch und Kultur.de. Der Podcast. Ist Fernsehen schon Kultur? Heute werfen wir ein Auge oder eher ein Ohr auf das Fernsehen, auf das Fernsehschauen und fragen uns, was diese Kulturtechnik denn eigentlich bezwecken soll. Warum gibt es das und warum schauen unsere Eltern und Großeltern so viel mehr Fernsehen als wir? Mal schauen. Hallo Richard. Wie bitte? Ach, kommen Sie, war doch witzig. Hallo, Herr Storm. Hallo, Andreas Beck. Witzig war eher, wie Sie in Folge 1 versucht haben, mich aus der Audioproduktion dieses Formats herauszubuxieren. Zum Glück hatte sich da Widerspruch gemeldet. Echt? Hatte sich? Der Redaktion liegt Widerspruch vor. Quantifiziert? Ist das wichtig? Ein Widerspruch ist ein Widerspruch. Aha, einer. Nun, wir haben Wichtigeres zu bereden, Fernsehen. Unser Thema heute ist die Kulturtechnik des Fernsehens. Da können Sie sicher mitreden, Sie kennen sich im Programm sicher blendend aus. Was soll das bedeuten? Das Durchschnittsalter des ZDF-Zuschauers ist ja bekanntlich höher als meins. Ja, kann ich, auch ohne diesen Unterton. Ein Wort vorneweg, Fernsehen, das ist ein schönes Wort. Das bedeutet so viel mehr als TV. Television. Denn Fernsehen ist gleichzeitig ein Substantiv und ein Verb. Das Fernsehen als Substantiv meint mehrere Dinge auf einmal, je nach Kontext. Das Fernsehen sind alle TV-Sender als Gruppenbezeichnung. Das Fernsehen ist ein Kamerateam auf Achse. Das Fernsehen ist ein einzelner Redakteur zur Recherche in einer Verwaltung, so wie jede Journalistin von der Zeitung ja auch die Presse ist. Das Fernsehen ist aber auch die Tätigkeit, die ein Mensch bei der Rezeption von audiovisuellem Programm ausübt. Auch wenn es sich eher wie eine Untätigkeit anfühlt und daherkommt. Das Fernsehen hat eine Tradition als Gemeinschaftstätigkeit, verbindend, unterhaltend, belehrend und auch nicht ganz zuletzt erschöpfend. Fernseher aus, gute Nacht. Okay. Sie wissen also, wovon wir sprechen werden. Experte in eigener Sache also. Reden wir von Redaktion? Nein, nein. Höchstens ganz am Rande. Ich meinte schon als Zuschauer. Da sind wir dann auch schon bei der grundlegenden kommunikativen Eigenschaft des Fernsehens. Es ist ein Verteilmedium, ein Broadcast, ein Weitverbreiter, ein Ausbreitungswerfer, eine Quelle. Viele Empfänger. Empfänger müssen nicht sein. Auch ohne Empfänger bleibt ein Sender. Besser ist es aber, es wird auch empfangen und rezipiert, also aufgenommen und vielleicht auch verarbeitet. Was ja noch einmal unterschiedliche Dinge sind. Dabei ist Fernsehen eben ein Massenmedium im Empfängerbereich. Es braucht also Massen auf beiden Seiten. Die Empfänger müssen zahlreich sein und auf der anderen Seite werden zahlreiche Mittel gebraucht, die zahlende Empfänger auch zu bedienen. Sozusagen Massen von Geld für Ressourcen, die man halt dazu braucht. Geld fließt also in die eine Richtung und Fernsehen verarbeitet dieses Geld dann zu Informationen, die in eine andere Richtung fließen. Das nimmt jetzt aber eine ganz komische Wendung. Wieso bringen Sie denn jetzt schon das Geld ins Spiel? Geht es nicht vielmehr erst einmal um die reine Information und die Verbreitung wovon eigentlich? Von Weltwissen, von Wissen über die Welt, in der wir leben, von der Welterzählung in einer Form, die uns mehr oder weniger direkt in diese Welterzählung hineinzieht, die uns miterleben lässt und die die Bewertung des Mitzuerlebenden gleich mitbringt. Da sind Sie jetzt aber ohne Geld ausgekommen in dieser Beschreibung. Und zum Zweiten, wieso Bewertung gleich mitbringt? Ist das nicht eher ein Angebot? Viele verschiedene Inhalte und Deutungsangebote, aus der die Zusehenden dann auswählen können und vielleicht sogar müssen?
Sie entwickeln sich noch zum Gesprächspartner. Passen Sie lieber auf. Sie wollten doch der moderate Moderator sein, oder nicht? Ja nun, das hat mit Ressourcen und Ressourcenknappheit zu tun. Die grundlegende Bewertung wird in der Ressourcenknappheit, in der begrenzten Sendezeit, dem begrenzten Sendungsinhaltsumfang, dem Informationsangebot derjenigen, die Rundfunk machen können, Aufbereitungsumfang im Sender und in der aspektuellen Beleuchtung der Informationen mitgeliefert. Subtext der Botschaft: Diese Information ist wichtig und zwar genauso, wie sie dir geliefert wird. Da kommen Sie nicht drum rum, wenn Sie Fernsehen. Das bezahlen Sie ja gerade. Aspektualität, aspektuell. Was für ein Angebersprech in einem Podcast. Und peng, da ist es auch wieder das Geld. Das Fernsehen kann ich doch auch ganz umsonst bekommen. Sie sprechen vom linearen Rundfunk und da auch nur vom Öffentlich-Rechtlichen. Ist das so? Wo fange ich da an? Moderieren Sie ruhig und übersetzen Sie, wo es notwendig sein sollte. Zum Zweiten, ja, Fernsehen ist Rundfunk. Das verwirrt jetzt vielleicht, denn Rundfunk ist im Alltag ja auch zum Synonym, zum gleichwertigen Begriff, danke, für Radiosender und Programme geworden. Rundfunk und Fernsehen heißt es oft, dabei ist das redundant, weil ja, wie Sie richtigerweise in der Frage formulierten, Fernsehen eine Form des Rundfunk ist, also Broadcast. Das richtige Wort ist dann Hörfunk. Rundfunk ist somit Hörfunk und Fernsehen. Sehen wir uns die Geschichte des Fernsehens einmal an. Öffnen wir die Wikipedia auf der Seite Fernsehen halt und springen wir zum Punkt Geschichte. Und lesen uns dort fest. So interessant ist das. Ja, aber wir lesen das jetzt hier nicht vor. Wir haben 2023, nicht 2006. Nur so viel sei gesagt. Fernsehstuben und Olympiade, Volksempfänger und deutscher Einheitsfernsehempfänger E1. Welch geile Bezeichnung. Das ist Technologiegeschichte. Ja, extrem spannend, ja. Fernsehen war unser Punkt und seine Finanzierung. Kultur des Fernsehens in Deutschland oder auch Kulturtechnik des Fernsehens. Wir müssen mit der Geschichte des Fernsehens beginnen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Fernsehen ist ein Wunder. Wenn wir uns die Menschenhorden an den Lagerfeuern vergangener Jahrtausende vorstellen, wie sie sich gegenseitig Geschichten erzählen oder Brettspiele spielen. Was hat das mit Fernsehen zu tun? Da nehmen Sie mir die Frage aus dem Mund. Dann haben wir eine Kontinuität bis heute, die Vision. Wir können, wenn Sie mich fragen, und das tun Sie ja gerade, davon fest ausgehen, dass wenn alle Geschichten und Neuigkeiten des Tages ausdiskutiert waren, der künstlerische Teil kam. Also jemand erzählt etwas Neues, unglaublich Emotionales, Interessantes, Staunenswertes, das zum Träumen einlud, eine Vision. Wir können ja auch davon ausgehen, dass das Träumen schon funktionierte. Und wie träumen wir? Etwa in Schriftzeichen? Nein, wir sehen Bilder, hören Töne und fühlen etwas dabei. Real. Wir können also sagen, Fernsehen, gemeinsam Fernsehen, ist die Erfüllung eines tausende Jahre alten Traums der Menschen. Gemeinsam Visionen zu erleben, gemeinsam Träume zu erleben. Television, Fernsehen halt. Ohne einen Menschen als Medium dazwischen. Ob das wirklich so ist, dazu kommen wir vielleicht noch. Wir können also sagen, dass Fernsehen externalisiertes Träumen ist. Im Wachzustand sozusagen. Es ist eine erlernte Kulturtechnik, die wir auch alleine anwenden können. Das hört sich zwar wunderbar an, allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass es schon vorher die Kunst der Cinematografie gab. Also die Bilder konnten schon laufen. Allerdings musste man sich dazu auch in bestimmte Räume begeben, Kinos halt. Und man wusste, dass man eine Kopie schaute. Mit dem Fernsehen allerdings begann dann eine Zeit, in der man in Echtzeit Bilder und Töne übertragen konnte. Das Fernsehen ist also in seiner Entsprechung etwa das Faxgerät für bewegte Bilder und Töne.
Und das auch noch zu Hause. Klar, dass Ihnen das mit dem Faxgerät gefällt. Ja, wirklich, aber anders als Sie denken. Einen Schritt weiter gedacht zu dem Fax-Meme mit der Internetzensur. Welches meinen Sie? Wenn ihr uns das Internet zensiert, nehmen wir euch eure Faxgeräte weg. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ehrlich gesagt, ich auch. Irgendwas mit Fernsehgeräte wegnehmen vielleicht? 3D-Fernsehgeräte. Aua, da treffen Sie mich jetzt. Die sind ja schon... Sorry, gibt's im Kino. Und damit sind wir wieder im Thema. Das gemeinsame visionäre Träumen, das ist die eine Seite. Hängt jetzt wirklich stark vom Inhalt ab und von seiner Verknappung. Ob es die Inhalte auch für das Sehen zu Hause gibt. Genau. Und von den Preisen. Und von Corona und anderen viralen Bedrohungen. Und für mich auch von der Länge des Films. 3 Stunden? Ohne die Wiedergabe stoppen zu können? Außer Haus? Es gibt eine Pause. Mit dem eigenen Gerät zu Hause gibt es so viele Pausen, wie wir, wie ich, brauche. Und ich kann auch noch den Titel selbst auswählen und die Startzeit bestimmen. Das ging am Lagerfeuer allerdings auch nicht. Doch wichtiger für die Kultur des Fernsehens ist, welches Angebot gibt es überhaupt und warum? Warum? Genau, warum Fernsehen, wenn man auch etwas anderes machen kann? Ja, das war es jetzt gerade nicht, wonach ich fragte, aber spielen wir das. Womit konkurriert Fernsehen in meinem Leben? Ich will das jetzt so verstehen. Was könnte ich anderes tun in der Zeit, wo ich fernsehe? Hausarbeit fällt mir ein, etwas Kreatives, malen, schreiben, musizieren, basteln, mich mit jemandem unterhalten, jemanden anrufen, besuchen oder an jemanden denken, etwas lesen, etwas spielen oder anders etwas lernen. Das ist ja eine endlose Latte an Möglichkeiten. Warum nutze ich die dann nicht? Genau. Worauf weist uns das nun hin? Der Mensch ist von Natur aus faul und träge. Nein, ist er nicht. Er ist energieeffizient und das ist was ganz anderes. Das bedeutet, es kann schon sein, dass Menschen beim individuellen und auch beim gemeinschaftlichen Televisionieren auch mal einfach so vor sich hin starren. Das ist nicht unmöglich. Aber so funktionieren Menschen nicht wirklich. Sie haben ein Gehirn. Und dieses Gehirn bekommt ein sehr attraktives Angebot. Bilder und Töne aus der Außenwelt, die nicht die Alltagswelt ist. Und der Körper reagiert darauf und liefert Gefühle dazu, ohne sich großartig bewegen zu müssen. Das ist was? Fernsehen. Ja, auch. Aber noch viel mehr, es ist Welterfahrung. Und das wird abgespeichert. Es ist also Lernen. Mit anderen Worten, Fernsehen macht etwas mit uns. Verändert uns. Ja, verändert uns. Nimmt Einfluss auf unser Denken, Fühlen und am Ende Handeln. Also ist der Punkt, wir sind steuerbar und werden manipuliert. Und wir bezahlen dafür. So wertvoll ist das. Da kommen Sie wieder mit der GEZ um die Ecke. Bitte was? Nein, da missverstehen Sie mich. Um Ihren Punkt jetzt mal wegzuräumen. Alles zur Finanzierung und rechtliche Bedingungen für das Fernsehen in Deutschland finden Sie auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung. Da kann man sich bilden und muss sich nicht eine Meinung bilden lassen. Link in den Shownotes. Selbstredend menschundkultur.de unter Folge 6. Vor 1945 hat der NS-Staat viel Radio und etwas Fernsehen selbst gemacht, um die Bürger nationalsozialistisch zu beeinflussen und auf den Krieg einzustimmen. Gebührenfinanziert übrigens. Das hat man in beiden deutschen Staaten danach jeweils anders gemacht. Im Osten hatte der Staat weiter die Hand auf dem Rundfunk. Hier ging es nun neben Information und Bildung, Kultur und Unterhaltung offensichtlich um eine sozialistische Beeinflussung. Die Kosten des DDR-Rundfunks hat die Wirtschaft getragen. Im Westen wurden Institutionen des öffentlich-rechtlichen staatlich unabhängigen Rundfunks geschaffen. Die ARD, das steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ist ein Rundfunkverbund, der aus Landesrundfunkanstalten und der Deutschen Welle besteht. Die ARD wurde 1950 gegründet und bildet heute gemeinsam mit dem ZDF, also dem zweiten deutschen Fernsehen,
und dem Deutschlandradio, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Für diese arbeiten laut Wikipedia 2021 in 22 Fernseh- und 67 Radiosendern und in einer Vielzahl von Online-Plattformen insgesamt mehr als 25.000 feste Mitarbeiter und eine nicht unbeträchtliche Anzahl sogenannter Freier oder fester Freier. Das sind auch noch einmal mehrere tausend Beschäftigte. Der ARD-ZDF-Deutschland-Radio-Verbund wird heute zum Großteil aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Zur Gründung hatte man ein Gebührensystem nach Gerätebesitz geschaffen. Die Gebühren wurden von der GEZ eingesammelt. Das System wurde 2013, GEZ-Gebühreneinzugszentrale, ja. Das System wurde 2013 durch einen geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag ersetzt. Die Deutsche Welle allerdings hat einen öffentlich-rechtlichen Auslandsauftrag. Die wird direkt von Steuergeldern finanziert und zuständig ist die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Auftrag des öffentlich-rechtlichen Inlandrundfunks ist seit der Gründung in der Bundesrepublik die Grundversorgung der Bevölkerung mit unabhängigen Bildungs-, Informations-, Kultur- und Unterhaltungsprogramm. Das war ein langer Monolog. Soweit die Basics zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es sind ausreichend Fragen offen, finde ich. Für noch einige Interviews und Infostrecken. Was heißt überwiegend finanziert? Naja, wie das mit Information so ist, je kürzer und einfacher, desto ungenauer. Überwiegend finanziert heißt natürlich, es gibt noch andere Finanzierungsquellen, wie zum Beispiel Werbung. Wobei man natürlich auch in der Landform relevante Informationen gut verstecken kann. Stimmt wohl, wobei Relevanz ja immer eine Frage des Fokuses des Rezipienten ist. Was will der Zuhörer denn nun genau erfahren? Genau. Bis 1984 gab es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das eine relevante Information? Nicht für mich. Für alle, die diese Welt nicht kennengelernt haben, natürlich schon. Oder? Helmut Kohl nannte so etwas die Gnade der späten Geburt, wenn auch bezogen auf eine andere Zeit. Seit dem 1. Januar 1984 gibt es in der Bundesrepublik private Rundfunklizenzen. Der erste Privatsender war Sat.1, der ursprünglich Leo Kirch Axel Springer gehörte. Seinen Aufstieg jedenfalls verdankte Leo Kirch maßgeblich der Regierung Kohl. Das sage nicht ich, sondern ist auf den Seiten der ARD zu lesen. Heute gibt es zwei große Konzerne im Privatfernsehbereich, Pro7 Sat.1 Media und die RTL Group und eine Vielzahl kleinerer Sender. Die Finanzierungsmodelle variieren, zumeist werbefinanziert, zumindest in den Teilen gibt es Free-TV- und Pay-TV-Modelle in einer Vielzahl von Differenzierungen in der konkreten Finanzierung und natürlich auch in den Inhalten und Absichten. Inwieweit ist dieses Fernsehen denn auch kulturvoll oder verbietet sich die Frage? Das hängt von Ihrem Kulturbegriff ab. Wir sind ja immer noch bei der Kultur des Fernsehens und bei Kulturtechnik des Fernsehens. Damit meine ich, wenn Kultur Welterzählung ist und das Fernsehen uns eine Erzählung anbietet, dann ist Fernsehen immer Kultur, keine Frage. Das einfache, zugängliche, also niederschwellige Vermittlungs- und Unterhaltungsangebot, das Ihnen verschiedene Welterzählungen ins Haus bringt. Ob die für Sie passend zugeschnitten sind, entscheiden Sie dann selbst. Finden Sie Angebote im Fernsehen, wenn Sie sie suchen? Dann, wenn Sie sie brauchen, dann passt Fernsehen zu Ihnen und Sie können profitieren. Finden Sie keine oder zu wenig auf Sie zugeschnittene Angebote, leben Sie halt ohne Fernsehen weiter. Das sagten auch 33% der deutschen Bevölkerung. Ein Drittel kann ohne lineares Fernsehen zu benutzen auskommen. Im Jahre 2022 betrug der durchschnittliche Anteil der Zuschauer an der Gesamtbevölkerung in Deutschland an einem durchschnittlichen Wochentag etwa 67%. Zwei Drittel. Mit deutlichem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er in den Jahren seit 2010 kontinuierlich gesunken war. Der Zuwachs ist wohl dem gesteigerten Informationsbedürfnis aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus zuzuschreiben. In den Jahren 2021, 2022 ging's wieder bergab. Das heißt ja nicht,
dass dieses Drittel auf audiovisuelle Angebote von Trash bis Hochkultur verzichten muss. Alle ins Haus gespült, wie sie es sich nur wünschen können. On Demand ist ja fast alles im Netz, wenn sie es bezahlen können. Linear ist viel outer, als diese Zahlen widerspiegeln. Hier kommt ein anderes Problem ins Spiel. Können wir als Souverän dieses Staates... Wir beide? Der Souverän? Bitte, das haben wir nicht nötig. Der Bürger, die Bürgerin, die Wählenden. Können wir teilhaben an der Politik und an der Gesellschaft ohne die Information und Bildung, die das Fernsehen per Auftrag vorrangig das Öffentlich-Rechtliche bereitstellen und liefern? Geht das überhaupt? Ohne Internet und Kabelanbieter sind sie außen vor. Dann nehmen sie nicht teil und haben auch nicht teil. Sie können sich das erforderliche Weltwissen, um an dieser Gesellschaft einigermaßen erfolgreich teilzunehmen, nicht erlesen. Es sei denn, sie haben jemand, der alles für sie in gedruckter Form besorgt, lesen lässt und zusammenfasst. Und es ist ja auch immer langsamer. Und sie verbringen ihre gesamte Freizeit lesend. Auch das kostet viel Geld. Okay, sie könnten noch beim Sport oder beim Commuten ausgewählte Podcasts hören, die ganz viel für sie zusammenfassen. Commuten heißt pendeln. Ja, gut. Ich komme zum Schluss. Der Schlüssel zur Beteiligungsfähigkeit über Fernsehen, generell über die Nutzung von Medien, ist Medienkompetenz. Wenn Sie Medien effizient auswählen, bewerten und daraus lernen können, wird Ihr Leben unter Umständen erleichtert, bereichert und Sie haben sogar mehr Zeit für andere Dinge, wie etwa sich in eigener Sache einzumischen in Politik und Gesellschaft. Erwerben Sie also Medienkompetenz. Jetzt machen Sie zum Schluss noch ein neues Fass auf. Das ist nicht das Thema dieses Podcasts heute. Hier geht es und ging es heute um die Kultur des Fernsehens. Und auch das war nur ein sehr oberflächliches Kratzen sozusagen am Lack des Mediums Fernsehen. Es gibt da noch viele Experten zu befragen und Aspekte zu beleuchten und Fragen über Fragen. Wie zum Beispiel, hört eigentlich das öffentliche Interesse an Information und Bildung auf Landesebene auf? Warum gab es eigentlich kaum Lokalredaktionen im TV-Bereich, wie etwa bei Tageszeitungen? Oder gibt es die? Das sagen Sie ja nur, um immer wieder hier aufschlagen zu können. Ich mache erstmal interessante Recherchen und Interviews dazu, dann werden wir sehen. Für heute bin ich raus. Danke auch. Ja, schönen Dank auch. Lokale Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Ein wichtiges Thema in allen denkbaren Formaten. Bleiben wir dran. Was meinen Sie? Schaut Ihr Fernsehen? Schauen Sie Fernsehen? Wie müsste Fernsehen sein, damit Sie wieder Fernsehen schauen? Oder aber ist das Medium durch seine Art, wie und wann es sendet und das Programm hintereinander läuft, zerstückelt und sequenziert, einfach auch nicht mehr mit dem modernen Leben vereinbar? Wie wäre das für dich, wie wäre das für Sie, wenn es ab morgen kein lineares Fernsehen mehr gäbe? Diskutieren können wir das über die verschiedenen Social-Media-Seiten, je nach Alter, auf verschiedenen Plattformen, Facebook, Instagram, TikTok oder auf der Homepage unter den Shownotes. www.mensch-und-kultur.de. Dort findet ihr Links zur jeweiligen Folge, zur heutigen Folge oder auch zu den anderen Folgen jeweils in den Shownotes. Und auch die Links zu den Social-Media-Seiten, die findet ihr auch dort. Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen.
Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich so. In der nächsten Folge sprechen wir mit dem Landesvorsitzenden einer Partei, nämlich mit Martin Molter. Und zwar über Demokratiekultur und über Parteienkultur. Gleich gibt's noch eine kurze Hörprobe vom nächsten Podcast und das Outro. Also, moin und tschüss. Nee, ja, Satire ist ja, also wie gesagt, Satire haben wir auch so in mit extra drei mit Trickfilmen gemacht. Und also ja. Was heißt... Und dein Ehrenamt jetzt hat nichts mit Satire zu tun. Es kommt drauf an. Also Satire ist ja nicht, dass man den, also das ist ja auch das, was die meisten Leute verkehrt verstehen, dass man andauernd lustig ist oder irgendwas Lustiges sagt oder das irgendwie lustig verpackt. Satire ist ja eigentlich, dass man es versucht, von einem anderen Standpunkt aus, das, was man da vor sich liegen hat oder was man da, das Problem, um das man sich kümmern muss, dass man es von einem anderen Standpunkt aus mal anspricht. Jetzt müssen wir aber sagen, was machst du in deinem Ehrenamt? In meinem Ehrenamt. Also mittlerweile bin ich jetzt, habe ich es jetzt hochgeschafft, bis zum Vorsitzenden der Partei in MV. Ja. Welcher Partei? Der Partei, die Partei. Also eigentlich gibt es ja nur eine Partei, die Partei. Also. Ja. Hast du jetzt gegendert? Der Partei, die Partei? Nee, der Partei, also wenn, ne, das ist ja deutsche Recht, deutsche Grammatik, ne? Ich bin Mitglied der Partei, die Partei. Und Kultur. Punkt. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast.